Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, dann wollen wir mal jetzt schauen. Jetzt sollen wir noch mal mit Bernhard sprechen. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Und wenn schon? Hüte deine Zunge. Ein paar meiner Männer haben ihn bereits besiegt und es gab nie Probleme. Doch du könntest der Erste sein. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Okay, melde dich beim Vogt. Ja, Schnellreise wieder runter. Dum durup 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 durup. So, und wo müssen wir jetzt? Nicht ganz richtig. Hey, steck Freundchen, die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Steck die Waffe weg. Das ist hier verboten. Ich habe doch gar keine Waffe ausgerüstet. Ich habe hier doch gar keine Waffe ausgerüstet, nur noch das Schild. Das Schild triggert die? Okay. Gut zu wissen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt überhaupt genau hin müssen. Nee. Da müssen wir nicht hin. Dann einmal hier außen rum. Fiedeldumm. Sind wir jetzt beim Schmied? Das ist ein Rüstungsschmied, ist das? Okay. Okay, Schloss knacken sehr schwer. Das müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr verfeinern. Vielleicht treffen wir jetzt hier durch die Bekanntschaften endlich mal jemanden, der uns ein Pferd verkauft. Wolfram Bruder. Gott sei mit dir. Okay, nee. Ich dachte, das wäre ein Händler oder so. Okay, hier scheinen wir richtig zu sein. Hallo. Was willst du von mir? Lebe wohl. Ja, mal gucken, was du so Schönes hast. Wo ich noch keine Ahnung von habe, aber hey. Wenigstens schon mal so ein bisschen reinschauen, aber Moda hat sie ja richtig. Sie hat auch so ein Schneiderset und. Ich sehe gerade meine Körperpanzerung. Da ist einiges schon roter Bereich. Kann ich denn vielleicht mit dir reden, mit dem Schneider? Gott sei mit dir. Reparatur. Gott über dich wach. Jawohl. Reparier mir das hier bitte. Das hier und komm, mach das auch nochmal ganz. 62. Alter, das wird ja richtig teuer, aber egal. Wir versuchen nochmal den Preis zu drücken. Sprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Okay, er ist natürlich Händler, er wird mich bestimmt nicht so leicht dran setzen. Aber wir wollen natürlich weniger zahlen. Ich darf aber auch nicht zu... Ja, komm, machen wir erstmal 10 Groschen weniger. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Okay, wir können es noch einmal wagen, würde ich sagen. Wie wär's damit? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Okay, er ist schon übelst gereizt. Zufrieden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Der lässt sich echt nicht überzeugen. Okay, aber es ist das letzte Angebot, das heißt, wir akzeptieren es. Gut, einverstanden. Ruf verbessert. Sehr schön. Und meine Rüstung. Körperpanzer. Da müsste ich mal gucken, wo ich die repariert kriege. Wir haben jetzt noch 212 Groschen. Viel ist das jetzt nicht.
Ladenwache. Okay. Nichts Besonderes. Da darf ich gar nicht rein. Was zum? Ja, Entschuldigung, aber ich suche hier irgendwie... Hä? Wo sollen wir denn jetzt hin? Melde dich beim Vogt. Ja, wo ist denn der Vogt? Muss ich hier die Treppe hoch? Über dem Händler vielleicht. Das sieht schon richtiger aus. Aha, setzen. Ah. Gott sei mit dir. Wie unhöflich, er gibt noch nicht mal ein Umdrehen und so. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Okay. Mächtiger als das Schwert, die Feder, ja. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Mhm. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Okay, ich habe jetzt schon 70 Groschen erhalten. Cool. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Ja, ist ja gut, dann nicht. Ich spreche dich ja nicht an. Lebe wohl. Wachdienst. Rüstkammer. Wo ist denn hier die Rüstkammer? Aha. Okay, die Rüstkammer ist irgendwo da hinten. Dann holen wir uns erstmal unsere Ausrüstung. Laufen wir jetzt hier einmal quer durch die Stadt. Bevor wir da hinrennen und zum nächsten gehen. Denn das könnte ja richtig schön werden. Denke ich mal. Eine schöne Rüstung bekommen. Aber ich glaube, ich laufe immer noch nicht richtig. Hier in der Taverne kann man bestimmt auch nach Neuigkeiten fragen. Was gibt es Neues oder so? Aber wir behalten erstmal den Kurs bei hier. Und hier soll das jetzt irgendwo sein? Bestimmt im Wachturm hier, oder? Ah, Rüstkammer hier. Glaub nicht, dass du dich hier bedienen kannst. Alles muss aufgeschrieben werden. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Wow.
Leichte gepolsterte Rüstung, Gewölbe, bedeckte Haube, okay. Und gepolsterte Bunthaube und Knüppel. Wow. Da war eigentlich auch schon recht. Dann können wir ja mal gucken. Das ist den, den wir ausgerüstet haben. Und den haben wir gerade bekommen. Wert 6, ja, ist okay. Können wir einfach mal auswechseln. Passiert eigentlich nicht viel. Dann haben wir noch leichte gepolsterte Rüstung dazu bekommen. Gegen den Wappenrock. Ne, unser Wappenrock ist besser. Der hat 8 Rüstung. Jedenfalls glaube ich das. Ja. Da behalten wir. Und die Bunthaube. Die gepolsterte. Ne, da bleiben wir auch bei der schwarzen Bunthaube. Das sollte eher passen. So, dann Waffen. Wir nehmen das Skalitzer Schild. Wir nehmen definitiv nicht den Knüppel. Wir nehmen hier erstmal die Scherbe. Agilität mindestens 3. Und die Nadel brauchte 6. Ja gut, Scherbe können wir erstmal ausrüsten. Dann nehmen wir den... Herrn Kapuz? Ja. Okay, Stärke... Ah, hier. 5 war das, ja, nee. Und dann nehmen wir jetzt erstmal ein... Was nehmen wir denn? Verbesserter Langstreckenpfeil? Minderwertiger Pfeil? Davon haben wir 3 Stück, komm. Das dürfte passen. Darf ich jetzt auch meine Rüstung so tragen, ja? Das ist gut. So, dann jetzt aber... Achso, ich bin überladen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Wir können ja hier mal kurz zum Schuhmacher gehen. Oder? Klopf, klopf. Hallöchen. Was willst du jetzt wieder von mir? Ey, du siehst mich das erste Mal, ja? So, wir haben doch bestimmt ein wenig zu verkaufen. Und zwar, guck mal, die gepolsterte Bunthaube können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Oh, da haben wir andere gekriegt, sehe ich gerade. Wo sind denn die drunter? Ach, da oben. Machen 10 Rüstung gegen 4. Ja, dann kann das natürlich weg. So, bei den Waffen... Ach, du nimmst gar keine Waffen. Du nimmst nur Rüstung. Okay. Ja, aber das hat ja schon gereicht, ne? So, Warenkorb überprüfen. Und natürlich das Feilschen. Das darf nicht... Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Das darf ja nicht sein hier. Das müssen wir ja überall mal machen. So, wir wollen natürlich mehr für unsere Sachen erhalten. Machen wir erstmal 10 mehr. Wie wär's damit? Immer noch zu viel. Immer noch zu viel, okay. Aber sie kommt mir schon ein Stück entgegen. Oh, ist aber ganz schön misstrauisch schon. Ja, komm. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Das ist schon... Na komm, du schlägst doch bei 62 ein. In Ordnung. Boah, nice. So, Ruf verbessert. Gucken wir mal, reden... Gelobt sei Jesus Christus. Reparatur. Wir haben nämlich noch Schuhe, die repariert werden müssen. Reparierst du sie mir? Am besten kostenlos. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? So, wir wollen natürlich viel, viel weniger zahlen. Oh, 17. Wie wär's damit? Das ist zu wenig. Ja, ich weiß, muss auch von was leben, aber kommst du ja schon gut entgegen. 18 und dir? Mein letztes Angebot. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Okay, jetzt muss ich auch schon das letzte Angebot nehmen. Ich wusste, wir werden uns einig. Gut, wunderbar. Haben wir jetzt noch mehr Rüstung dazu gekriegt oder bezüglich erstmal unsere Haltbarkeit wieder ersetzt? Was macht eigentlich mein Schildilein?
Ja, das, wir müssen noch mal das Schild mit den Wappen noch weg verkaufen. Aber jetzt erstmal mit den neuen Schuhen hier, ne? Moment, wir könnten doch hier bestimmt irgendwo Bäcker. Das sind ganz normale Händler. Rüstschmied. Ach, der Waffenschmied ist da oben. Ich gehe noch mal kurz zum Waffenschmied hoch. Das würde mich ja auch noch mal interessieren. Hallo, Herr Waffenschmied. Guten Tag, wie kann ich helfen? Reparatur? Aber ihn kriege ich auch den Wams repariert. Wunderbar. Ja, dann machst du mir mal bitte den. Die Armschienen, der Nackenschutz, die Jagdhandschuhe. Mein Schild kannst du auch gleich mit reparieren. Und... naja, der hat ja schon 100. Das wäre... in Ordnung. So, Fältchen. Jetzt wird's teuer. Den Preis. Ja? So, jetzt wollen wir mal gucken. Wollen natürlich so weit wie möglich runterdrücken. Massenrabatt und so. Ist das genug? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Na, geht das schon gut runter. Na komm, du kommst mir noch ein bisschen entgegen, oder? In Ordnung. Ey, nice. Ja, das gefällt mir doch. Das gefällt mir sowas von. Jetzt ist die ganze Ausrüstung wieder schön sauber, oder? Oh, das ist so, sieht doch sick aus. Wenn die ganze Ausrüstung wieder schön bei 100% ist. So, jetzt können wir auch auf Stadtwache gehen. Jetzt haben wir die übelsten Bonuswerte hier. So, dann wollen wir jetzt auch uns direkt auf den Weg begeben. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht permanent in die Pfützen reintrete. Will meine neue Ausrüstung ja nicht dreckig machen. Und dann bin ich mal gespannt, was auf der Wache passiert. Die Kirche. Wächter. Weiß aber gar nicht, wen ich anquatschen soll. Ah, Nightingale. Da ist er doch. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Okay. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Was? Falls du jemanden folgen musst, sollst du nicht rennen, sondern gehen. Feststelltaster. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa. Unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Irgendwie hat das jetzt mit dem Feststelltaste fange ich an zu rennen. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied.
bleiben den ganzen Winter frisch. Also Wache und gleichzeitig noch nebenbei was lernen. Nicht schlecht. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon, oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Ja, wieso? Hat doch geklappt. Also passte das doch. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Meeren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Okay. Ja, ist aber eigentlich eine schöne Burg. Und immer schön auf Patrouille. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir ihn jetzt hinterherrennen müssen, aber bis jetzt. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Okay. Kann jetzt mal ein Verbrechen passieren, was nicht wir verursachen? Das wäre doch jetzt mal cool. Können wir hier Stadtwache spielen? Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Okay. Ist doch Freiheitsberaubung. Geht doch nicht. Aber wer bin ich schon? Schau her! Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's! Okay. Haben wir's bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe ja.
Verfluchte Bettler! Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Okay. Der hält seine Stadt sauber. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Ja, ich bin die ganze Zeit neben dir. Das ist herausgefunden, wie man geht, statt rennt. Ja, wir sind ja hier eigentlich schon überall einmal durchgelaufen. Vielleicht sagt er uns jetzt noch mal irgendwo, wo wir Pferde kaufen können. Oh, ein Nest. Ah, ein Nest. Ja, beim Schmied waren wir schon. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlitz getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Na denn? Das sieht doch gut aus hier. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Huch. Und er streckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet. Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Na, die Rüstung haben wir ja gekriegt. Ja, aber bis jetzt hält sich ja eigentlich jeder so an die Sachen, wie es sein sollte. Es ist jetzt nur die Frage, wie lange machen wir jetzt hier die Patrouille? Und gehen wir jetzt wirklich den ganzen Tag hier auf und ab? Das wäre natürlich heftig. Heftig realistisch. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ja. Ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Okay. Dann ab in die Schenke. Ich sehe ihn schon. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor! Ich schweig und beweg dich! Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Gewiss doch. Sofort zurück. Okay. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken.
Zapf mir eins. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Heiliger Georg, führe meine Hand. Was? Was spielen wir denn jetzt hier überhaupt? Sechsen beiseite legen? Keine Ahnung. Kann ich nochmal neu würfeln? Punkten und passen. Ach, F. Spielen wir hier Kniffel oder was? Kein Glück. Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt spielen. Ich glaube, ich sollte mal... Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Hilfe, ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt spielen. Willst du den Glücksspiel frönen? Kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, ein Würfelspiel, Fränkel, versuchen? Ziel des Spiels für zwei Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Sechs Würfeln werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jeden 1 und 5, sowie für mindestens drei gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. 1 100 Punkte wert, 5 ist 50 Punkte wert, 3 gleiche Augen 100 Punkte multipliziert mit den Augenwert beispielsweise 444 ist 400 Punkte wert, 111 ist 1000 Punkte wert. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl für 3 gleiche Augen wert. Zum Beispiel 4444 sind 800 Punkte wert. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 sind 500 Punkte wert. Also waren das mit den Sechsen ja schon mal nicht so schlecht. Okay, Gegnerfenster 2700 Punkte. Ich habe jetzt... Okay. Anzahl an Punkten, die du erreichen musst. Die bisher erzielten Punkte, Zwischensumme dieser Runde, Gesamtsumme der eben ausgewürfelten. Aha. Der Zug eines Spielers beginnt immer mit den Werfen aller sechs Würfel. Danach wählt ein Spieler mit E jene Würfel aus, die Punkte erzielt haben und legt sie beiseite. Es muss immer mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden. Danach darf der Spieler die verblichenen Würfel mit F erneut werfen. Und so weiter. Würfelkombinationen werden nun für den aktuellen Wurf gewettet, nicht für den ganzen Zug. Das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfel Punkte erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher bei diesem Zug erwürfelt wurden, gehen verloren. Danach ist der Gegner an der Reihe. Aus diesem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht ein einziger Würfel punktet. Oft zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen, sodass man die Chance auf eine höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seine eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln. Wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen. Ach, was, das gibt hier sogar gezinkte Würfel? What the hell? Alter. Der Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf als Joker anstelle einer der Eins, der als eine beliebige Zahl gilt. So ist zum Beispiel 1000 Punkte wert.
Die Seite mit dem Joker erzielt alleine jedoch keine Punkte, sondern nur in Kombination mit einer Zahl. Wenn du also nur Joker würfelst, gehst du leer aus. Okay. Ja, interessant. Gut, das heißt, eins ist gut, aber wir hätten jetzt hier schon mal ein Paar. Das würde Punkte machen. Gewählt. Das heißt, Punkten fortfahren. Wir probieren es weiter. Und kein Glück. Aha. Bier für mich. Aber jetzt wird's was. Ja. Oh nein. Kein Glück. Bin gleich damit zurück. So, jetzt machen wir mal was anderes. Das würde jetzt 1000 Punkte geben. Hat er jetzt 1000 Punkte gemacht? Das war's. Wieso darf er denn nochmal würfeln? Übertreibt er jetzt nicht ein bisschen? Weitermachen bringt nichts. Okay. Dann haben wir da mehrere Fünfen. Werden 500 Punkte. Mach ich nochmal Q. Mal sehen. Ah, haut er mich jetzt raus? Wieso würfelt der denn so häufig? Das ist der Wahnsinn! Das war's. Bin fertig. Okay, ich brauche jetzt 500 Punkte. Punkten und fortfahren. Da steht dann einfach nur kein Glück und dann ist weg. Er kann aber 10-mal würfeln. Warum? Ich denke nur einmal. Oder weil er nur einen Würfel nimmt. Einfach großartig. Was? Und jetzt haben wir den ganzen Tag nur gewürfelt. What the fuck? Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Okay. Gut. Das heißt, läute jetzt die Glocke. Wo ist denn die Glocke? Irgendwo da hinten? Gut, aber bevor wir jetzt die Glocke läuten, würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle noch mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.